Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes. Ja, wir haben uns das letzte Mal noch die Sicht aus dem Fenster angeguckt und hier uns schon ein bisschen so umgesehen. Ich möchte jetzt gerne, was mir aufgehoben hatte, hier den Stock mir angucken. Ich gucke nochmal beim The Bücherregal. books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Fragt sich nur was? So, sonst ist hier auch nichts weiter, so den Stock. Oh, er ist abgebrochen. Sachen gibt's. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Ja, aber da denke ich mir auch, es hätte ja auch von vorher da sein können, oder? So. Legen Sie auf Basis der Informationen, die gesammelten haben, den korrekten Dings. Schneidet Papier mit Messer, öffnet das Fenster, geht zur Leiche. Ich denke mir eher, öffnet das Fenster, geht zur Leiche. Was haben wir hier noch? Wirft etwas ins Feuer. Nimmt etwas. Okay, auf jeden Fall schon mal steigt aus dem Bett. Das ist Nummer 1. Steigt aus dem Bett. Wirft was ins Feuer, ist das Ende. Das ist ganz klar. Dann würde ich sagen, öffne das Fenster. Geh zur Leiche. Leg den kaputten Stock weg. Schneidet Papier und wirft das ins Feuer. Mal gucken. Spulen wir mal vor. Verfolgen ihn sogar bis nach ganz unten. Aber warum war er aber unten bei der Leiche? Was wollte er? So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ja, definitiv. Das ist die Frage. So. Bücher. Fettige Fingerabdrücke. Das I Buch hat can er also see genommen. prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Aber trotzdem hat er noch was kaputt gemacht, ne? Well now, what a find! A precious jewel concealed inside a book. Ach so, der hat einfach nur ein Buch genommen, einen Teil davon ausgeschnitten, um das da drin zu verstecken. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Warum hat er sich das genommen? Er hätte das ja irgendwie wissen müssen, oder? Oder hat er sich gedacht, hey, das im Leichten durchsuche ich? Oder er hat damit zu tun, ne? Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated. Well, I'm able to move very quickly, despite my age, and when the situation requires it, Mr. Holmes. Das Hinken. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Was ist, wenn er derjenige war, den oh, ich habe den Namen vergessen. Wiggins Bruder da gesehen hat. Weil es war ja jemand, der über die Leiche gekniet hat, ne? Vielleicht war er das ja. Er hat die Schüsse gehört, ist dann hin, hat nicht mehr den Täter gesehen, hat aber dann unten die Leichen gesehen, dachte sich, hey, durchsuche ich mal, vielleicht finde ich da ja was, ne? Hat dann dieses Armband gefunden, wurde dabei aber entdeckt, hat dann versucht abzuhauen. Und deswegen war er auch so plötzlich weg.
weil er ja direkt hier wohnt und weil er Wiggins ja noch abgelenkt hatte. Vielleicht war es auch einfach nur eine Rakete, die ihn in dem Moment abgelenkt hat. Vielleicht, wer weiß. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Ich habe schon gedacht, so jetzt den Finger auf Q legen, weil jetzt kommt definitiv was, was ich widerlegen muss. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Okay, dann war es nicht davor, sondern danach erst. Ja, hätte ja beides sein können, ne? So, also das haben wir schon mal. Dann wollten wir die Schüsse, die Schüsse. Warum hat die Kamera sich plötzlich so bewegt? Die Schüsse nachstellen. So. Eines der Opfer hat seine Waffe möglicherweise zweimal abgefeuert. Finden Sie heraus, wer das gewesen sein könnte. Das wäre auf jeden Fall das da. Und da oben? I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Da ist ein Stock. Oh ne, das ist ein Spaten. Da ist ein Haken. This should be useful. Hoffe ich doch mal. Oh, jetzt ist das schon wieder nicht mehr da. So, genau. Dass er immer erst in eine andere Richtung sprinten will, ne? Da ist ein Einschussloch. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Ah, das habe ich schon abgeschlossen. Ach so, okay. Ich dachte, ich... Ja, ist halt so, ne? Aber es ist, wie ich vermutet hatte, Kenneth hat auf jeden Fall auf den hier geschossen gehabt. Also dadurch kam der Bauchschuss. Es ist halt die Frage, ob er jetzt derjenige war, der dann den Kopfschuss gemacht hat, ne? Oder ob das halt eine dritte Person war. So. Ich gehe mal in die Herleitung. Ich weiß gerade nicht mal, was ich sonst noch... Warte mal, ich gebe kurz noch mal... Ach, Manu. Ach so. Ja gut, dann gehe ich in die Baker Street, weil ich das sowieso wegen dem Bracelet... wegen dem Armreif nachgucken kann. Dann kann ich hier derweil die Herleitung machen. So, dritter Schuss und zwei Opfer. So, was haben wir? Kenneth Butler und Brian Vercotti sind bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide je einen Revolver. Einer der Waffen konnte nicht gefunden werden. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Ich habe mir blöderweise halt den anderen nicht angeguckt noch, ne? Es kann ein Schusswechsel gewesen sein? Aber ich glaube, dass da einfach wirklich eine dritte Person war, die genau dann geschossen hat, als er den anderen im Bauch getroffen hat. Würde ich sagen. Ich mach... Aber es ist nicht von einem und demselben. Das ist das Blöde.
Vielleicht, ja, gut. Wow! Doppelmord, ja. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den zwei Schüssen hören, weil diese an verschiedenen Punkten der Hoffman Street abgegeben wurden. Ich habe keine Ahnung. Ich tappe noch sowas von auf im Dunkeln. Dritter Schuss. Laytons Aussage. Layton Chapmans Aussage über den verschwundenen Mann im Jackett in der Hoffman Street erscheint jetzt nachvollziehbar. Drei Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die jedoch fehlt. Was habe ich noch? Laytons Aussage und zwei Opfer? Nee, das passt nicht mehr. Okay. Gut. So, dann gucken wir mal wegen dem Armreif. So, auf jeden Fall Antik, Wiederköpfe. Also muss es irgendwas mit Antike sein, ne? Antike. Ne, hier ist nichts. Zeitungsbericht glaube ich auch nicht, weil ich habe kein Datum. Deswegen eher Enzyklopädien. Kunst und Architektur nicht, Ökonomie, Technik, Geschichte. That is not the one I need. Okay. Medizin, Botanik. Vielleicht ist auch Kunst, ne? Architektur, britische antike Kunst. Ah! Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden ist. Auf dem Bild sind fünf Wiederköpfe auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alle aus purem Gold. Die fünf Widder von Mytilini sind seit 1885 verschwunden. Hohoho! Here it is. I need to continue my research in my archives. Und wie machst du das jetzt? Noch weiter im Archiv gucken, ne? Ach, 85. Ach so, ja, weil wir jetzt ein Datum haben, stimmt. Ich war gerade voll irritiert. So, 85. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasfurt-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften, einen professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigerte sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebes gut zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Ja, aber bei ihm ist ja so eins gewesen. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ja, und da haben wir, ist auch bestimmt der Schlüssel, den wir bei ihm gefunden haben, dafür zuständig. Haben wir irgendwas noch gefunden, so an Hinweisen? Ich glaube nicht. Oh doch, lange verschwundene Kunstwerke. Okay, ja, war ja klar. War ja klar. Ja, ja, das ist schwierig, das Richtige da auszuwählen. Also gerade für mich noch. Im Moment. Deswegen, ich habe ja auch noch nicht alle Hinweise, deswegen will ich auch noch nicht so früh schlussfolgern, ne? Das ist es anscheinend nicht. Das ist ein Pub. Da! Pfandshop. Also Pawnshop. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. So, suchen wir erstmal den Lichtschalter. Das war so mein erster Gedanke gerade, bis ich merkte, oh, warte mal. Hier gibt's ja noch keine Lichtschalter. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Okay, Gegenstand von Interesse. Ich muss also irgendwann mal irgendwo hochklettern wahrscheinlich. Das war ein kleiner Laden, ne? Ich habe irgendwie noch damit gerechnet, dass es wenigstens noch eine Tür gibt, wo noch was gelagert wird. Aber ist alles hier? A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor.
Eine Patrone fehlt. Könnte das vielleicht dieses Licht gewesen sein, was was den Layton da abgelenkt hat, geblendet hat? Eine Möglichkeit, oder? Also hier ist schon mal nichts. Okay, Geschäftsbuch. Eine Halskette. Aha, Witterköpfe. The Ram's Heads. This necklace belongs to the five Rams of Mytilene collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Ja, aber warum hat er das erstens so lang behalten? So offensichtlich. Und der Ring fehlt, ne? Hallo Kenneth, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die doch noch, oder? Denn dann gibt's eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alley Street und Half Moon Street auf dich warten, vor dem Feuerwerk. Brian Vercotti. Die kannten sich, die haben sich getroffen. Und ich dachte schon, das wäre irgendwie, keine Ahnung, dass der eine den ausrauben wollte. Mr. Butler kept a careful record of his operations. Vielleicht hat er ja für ihn so ein paar Gefälligkeiten gemacht und sowas, keine Ahnung. Alles möglich. Ja, der Gegenstand von Interesse, diese Leuchtpistolen. Vor allem, da fehlt halt einer, ne? Aber das interessiert ihn dann wiederum nicht so. So, ich muss in die Herleitungen. Es geht nicht anders. So, lange verschwundene Kunstwerke, Mr. Butler Schmuck. Was? Sachen gibt's. Butler Schmuck, Laytons Aussage, 2 Opfer. Okay. So, Raubmotiv. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen in der Hoffman Street sein. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Für das brutale Verbrechen, das Layton Chapman in der Half Moon Street vermutlich begangen hat, könnte er ein persönliches Motiv geben. Nein, Raubmotiv. Immer noch. Oh, jetzt ist ein Raubmord. Aber trotzdem noch der verschwundene Mann, ne? Der ist immer noch mysteriös. Okay, was haben wir hier? Schussposition. Wenn es gleichzeitige Schüsse waren. Hat alles überhaupt nicht. Sowohl der Schuss als der Doppelmord. Nur so kommt man auf ein Ergebnis bis jetzt. Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Ah, das passt noch nicht. Okay. Wir sind ja schließlich noch nicht fertig. So. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Finden Sie heraus, wer die Morde in der Halfmoon Street verübt hat? Reden Sie mit Constable Morrow und finden Sie heraus, ob sich unmittelbar nach dem Tod... Ach! Mit dem kann ich auch noch reden. Beziehungsweise soll ich nochmal reden? Oh, das wusste ich nicht. Hätte ich das mal vormachen können. Hätte ich das vielleicht auch vormachen können? Ich weiß es nicht. Naja, ich mache jedenfalls hier an der Stelle einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden da mit dem Constable reden und keine Ahnung, was noch machen. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.